welches Problem wollen wir mit Teacher lösen? Also viele kennen sicherlich, dass es nun Lehrer, wie kann man es gut ausdrücken, nicht die freundlichsten sind, ja, also manchmal. Ja. Wie kann man es den Lehrern mitteilen, dass sie mit den Schülern anders kommunizieren sollen? Und da kommt unsere Webseite ins Spiel. Wir finden halt, dass wenn man Kritik schreibt, die Lehrer die Kritik entgegennehmen sollen und dadurch sich vielleicht besser verhalten können, wenn sie wissen, was sie falsch machen. Das ist so unser Konzept im Groben. Also wir haben halt eine Website gemacht, wo man sich halt selber erstmal anmelden kann, registrieren kann und seine Schule so gesagt suchen kann. So, oder selbst hinzufügen. Das wurde dann gemacht. Dann haben wir so eine Art Lehrerübersicht gemacht. So, zeig mal die Lehrerübersicht. Da kann man einen Lehrer hinzufügen, beziehungsweise direkt bewerten. Und die Wertungen werden dann halt zusammengerechnet und als allgemeinen Wert Gesundheit übergeben. Mit was das Ganze programmiert wird, würde ich jetzt ja mal nur erklären. Also es benutzt das MeanStack, das ist MongoDB, Express, Angular und Node. Und also Angular benutzt JavaScript, HTML und CSS für das Frontside. Hier kann man auch sehen, dass man einfach eine Bewertung schreiben kann. Die kann man auch anonym bewerten, weil ja manche Kinder trauen sich halt nicht, jetzt zu seinen Lehrer hingedreht. Wir wollen ja das machen, dass es unoffiziell eine Nachricht an den Lehrer gesendet wird, dass man, dass der Lehrer auch direkt sehen kann, aha, da gibt es einen Kritikpunkt, aber er möchte halt nicht sagen, wer es war, der Lehrer. Jetzt nochmal Manu. Okay, gut. Dann. Wir wollten die Webseite sehr so haben, dass es nicht unter Schülern sich ausgetauscht wird, sondern Schüler zu Lehrern hin, die Kommunikation gestärkt wird. Also wir sind da auf jeden Fall auch noch überhaupt nicht fertig. Das, also sieht man auch, glaube ich. Ja, das war's. Vielen Dank.